Wo kam das denn her? Aus dem Ei oder was? Außergewöhnlich. Was klatscht man denn jetzt hier noch in die Basement dazu? Woran mangelt es hier? Eigentlich an Transport und am Crafting, würde ich sagen. Handwerk Stufe 3 oder Transport 3 oder eine Mischung so 2-2 oder sowas. Wäre jetzt toll. Ja, so ein Panking halt wieder, ne? 2-2. Oder sowas hier, 2-2. Aber ich will nicht, dass der mit Stufe 1 Feuer anfängt, um Mist zu machen. Was haben wir denn noch? 2-2. So einer vielleicht. Soll noch was Besseres geben. Hab ich eigentlich überhaupt irgendwas für Medizin da? Ja, der könnte Medizin machen. Guck mal, wir haben glaube ich nur einen Grisbold drin. Wäre vielleicht nicht schlecht, wenn wir noch einen zweiten mit reinnehmen. Für die Stromversorgung, Transport und Basteln. Oh. Ich glaube, der eine kommt hier langsam so gar nicht mehr hinterher. Habt ihr gar nicht fertig gebaut, Leute? Könnt ihr doch nicht machen. Bau das. Stein wir mittlerweile haben. Das ist Wahnsinn. Ich habe mehr Holz und Stein, als ich verbrauchen kann. Und Erz mittlerweile auch. Ich krieg das gar nicht so schnell eingeschmolzen, wie die das abbauen. Ich könnte dann theoretisch irgendwann sagen, es reicht jetzt. Wir reißen hier Erz und Stein ab. Wenn, dann hole ich es nur über die Außenbases ab und zu mal rein. Und alle, die hier sind, sollen einfach nur produzieren oder so. Keine Ahnung. Thank you.
Wie lange das dauert, ey. Jetzt geht arbeiten. Helf den mal. Jawohl, so läuft das. Ultrasphären, ja, endlich. Carbonfaser, Zement. Jo. Einmal bitte alles. Alles Zement verbrauchen. Oh. Mensch, da. Was brauchen wir jetzt als nächstes? Elektrische Pharmazieanlage. Elektrische Küche. Da, auf Level 43 dann. Okay. Pumpgun kommt jetzt schon bald. Lohnt sich da überhaupt die Schrotflinte herzustellen, wenn man dann eine Pumpgun haben kann? Blindenmunition. Auch Flintenmunition. Trotzdem alles mal herstellen, alles durchprobieren, oder? Würde ich sagen. Und die Polymerplatten brauchen wir dann noch. Habe ich das Öl dafür noch da? Oder habe ich das jetzt schon wieder alles verbraucht? Ich mache jetzt mal wirklich diese Abbaudinger weg. Oder? Ist eigentlich nur der eine dran. Warum sind denn alle so beschäftigt? Nur mit Transport? Es sind doch Affen. Guck mal, wie die laufen. Guck mal, wie die laufen. Die laufen hier einmal im Halbkreis um das Ding drumherum, schnappen sich hier die Bären, laufen wieder im Halbkreis hier drumherum zurück und packen sie hier rein, statt die Bären einfach von hier vorne zu nehmen und sie dahin zu bringen. Und ich wundere mich, warum nichts passiert, weißt du, weil alle nur am Bären laufen sind. Vielleicht sollte ich den Fruchtdruck und die Bären einfach zusammenstellen. Also die Küche meine ich halt. Macht das Sinn? Könnt ihr da mal weggehen? Könnt ihr da mal weggehen? Ach Leute. Müsst ihr jetzt gerade alle zufällig essen? Genau in dem Moment, ja?
Gewillte Beere. Bin ich schon wieder nicht hin, ne? Doch, läuft besser jetzt, denke ich. Willst du heute vielleicht mal den nächsten Boss probieren? Oder machen wir das morgen? The fuck ist das denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 waren Worms? Ist das wieder so ein Wanderboss? Und klar wird mir gleich heiß, ne? Ich hol den Hitzevogel raus, mir wird heiß. Fuck ist das hier? Oh Gott. Nee, das war nicht so schlau. Das war nicht so schlau. Nichts damit. Nicht warum. Ach man! Küsst dann genau den, den ich gerade fangen will. Und das für eine Aktion, hä? Waren da einfach mal, weiß ich nicht, 7 Stück oder so? Och. Kommt da einfach nie hoch. Was ist denn das da? Ach, Bruderschaft.
Na, leider gerade nicht reinfliegen. Wird zu heiß. Ich könnte mal wieder ein paar Bosse machen gehen. Ne? Ein paar Bosse, die wir schon aufgedeckt haben, die ich aber noch nicht gekillt habe. Ich denke, ich bin mittlerweile ein bisschen stärker geworden. Brauche ich das bloß erstmal. Erstmal etwas Munition. Die Quarzproduktion, die läuft super hier. 300, Alter. Ich war gerade eben erst da vor kurzem. Also, ich glaube, jetzt habe ich in gar keiner Ressource mehr Mangel. Wir haben jetzt alles in Überschuss. Also Stein, Holz sowieso. Kriegen wir gar nicht mehr verbraucht. Erz kriege ich gar nicht mehr so schnell weggeschmolzen. Steinkohle. Kommt gut hinterher, denke ich. So viel brauche ich, glaube ich, davon auch nicht. Guck mal hier, 1200, also ja, auch kein Problem. Wefe ist auch immer ganz easy geholt. Braucht man auch gar nicht so viel. Ich habe jetzt alles im Überfluss. Guck mal, 22.000 Erz rumliegen. Wahnsinn. Gewehrmunition mangelt gerade ein bisschen. Hochwertige Metallrüstung könnten wir jetzt schon machen. Ne, haben wir doch schon, oder? Was haben wir denn? Wir haben die Kälteresistenz. Wir könnten jetzt die hochwertige machen, würden dann ein bisschen Kälteresistenz verlieren. Oh. Toko Toko Himmelsfahrtskommando. Okay. Laufen denen lang. Ihr wollt mir von oben in die Base reinspringen? Das macht ihr nicht. Ne, das macht ihr nicht. Und die anderen sind da unten. Einer kommt hier unten lang.
Ja, keine Ahnung, was das war. Warum die versucht haben, hier über den Hügel zu gehen. Und die ganze Camp geaggrot. Die wollten alle hier irgendwie gegen die Wand kämpfen. Nicht cool. Freizeit? Wie kannst du Freizeit haben? Wir müssen den Pyrin austauschen gegen noch einen Ragnarhawk. Die Ragnarhawks machen besseres Feuer und sie transportieren, wenn sie gerade kein Feuer machen. Aber ich habe keinen Ragnarhawk mehr übrig. Dann gehen wir halt mal einen fangen. Oder zwei. Hallo. Ja, Hallöchen. Na, wie weit bist du schon dran? Durchgespielt. Such die. Ja. Nee, tatsächlich schon Level 40, aber das heißt irgendwie noch gar nicht viel hier, finde ich. Ja. Gerade die Ultrasphären freigeschaltet. Mit denen könnte ich mich dann das erste Mal auf das zweite Naturschutzgebiet wagen. Aber ich brauche erstmal Munition. Ist das denn immer mit der Fehlermeldung? Kommt bei dir, wenn du das Spiel öffnen willst, auch immer erstmal so eine Warnungsmeldung? Nee. Das Spiel öffnen. Wo ich das Spiel, also ich starte das Spiel, bevor sich es öffnet, kommt eine Warnung. Nee. Dass irgendwie der Grafiktreiber irgendwas mit D3, D11 hat. Irgendwas Direct im 3D, Menü. Direct X11? Kann sein, warte mal, ich mache das am günstigsten. Vielleicht mal Direct X11 installieren oder Nee, ich updaten? habe eigentlich alles drin. Ich kann es ja trotzdem starten, das Spiel. Und ich habe eigentlich die Ich aktuellen. glaube, das Ding hat Kompatibilität für DirectX 11 und 12. Ne? Und also je nachdem, was halt deine Grafikkarte kann oder nicht. Immer auf dem Discord. Und Ja, da siehst du die Fehlermeldung. Ich habe sie bei für uns im Channel gerade als Moment, Bildschirm ich muss übertragen. gerade irgendwie erstmal hier weg. Vielleicht ist da irgendwie, vielleicht musst du es irgendwo einstellen, was er davon nimmt. Vielleicht versucht er automatisch das Falsche zu nehmen. Irgendwas geht schief und er steigt um aufs andere oder so. Wo ist es gepostet? Warte. In dem Channel, wo wir gerade drin sitzen, als Übertragung. Zur Übertragung. Die installierte Version von Nvidia Graphics Driver hat bekannte Probleme mit Direct 3D 11. Okay, ja. Bitte installiere entweder die neueste und empfohlene Driver-Version oder wechsle die Render-API, also andere Grafikkarte quasi wechseln oder was. Da steht auch deine Grafikkarte und Download für die Driver. Hast du probiert? Ja, installed und recommended. Ah, guck mal, du hast nicht die aktuelle. Er will, dass du die 552.22 machst und du hast die .12. Okay, eigentlich zeigt mir sonst immer mein, ob hätte das. Komme ich jetzt hier wieder raus? Ich weiß gar nicht, ob du das jetzt auch siehst.
Mit dem Bildschirm. Ja, jetzt ist er zu. Macht er jetzt. Jetzt musst du erstmal die. Jetzt installiert er gerade die neue Version von dem Ding. Oh Gott, der Schaden ist so schrecklich. Das hier. So. Was will der jetzt von mir? Ach Xela, ich hasse dich, ey. Warum findest du so viele Mimox? Nein! Oh, lebt er noch? Lebt er noch? Wo ist er hin? Was? Ach da! Ja. Brauche aber einen Ragnarok. Bin für Ragnarok hergekommen, nicht für Fanglobes. Was ist das denn jetzt? Falsch? Hä? Mache ich es irgendwann anders. Wieder der falsche. Wie kann das sein? Hast du seit 3 Tagen? Also ich habe das erste Mal einen Mimog vor drei, also am ersten Tag. Heute ist halt der dritte Tag, ne? Innerhalb von 3 Tagen habe ich 2 Mimogs gesehen. Und das war am ersten Tag. Und jetzt hat der innerhalb von 3 Tagen 12 Mimogs gesehen und 8 davon gefangen. Alter. Ich finde keine, weißt du? Die tauchen irgendwo random auf. Hast du schon mal eine gesehen?
Nee. Ah, ich schon meine Schreibweise. Wie macht er das? Grisbold. Grisbold ist doch nichts Besonderes. Was fährt denn bei dir gerade lang? Da fährt irgendwo eine Sonne oder irgendwas lang. Ich hab's mit Balkon aus zum Liften. Hat man gehört? Ich wohne ja hier direkt an der Straße. Ein Straßenkind, ich wusste schon immer. Ich komme mitten in der Nacht natürlich rein. Stimmt ja, mein Ei. Mal gucken, was wir aus dem düsteren Riesenei rauskriegen. Nox. Bestimmt ein Nox. Daydream. Ernsthaft? Ja. Ach so, Riesenei. Nee, hä, Riesenei? Ernsthaft Ja. ein Daydream aus einem Riesenei? Mhm. Das ist ja so eine Verarsche, oder? Ja. Ich hätte gedacht, ich krieg was Ordentliches raus und mir so eine Klempe. Ja, echt, der Daydream. Das findest du auf der Starterinsel bei Nacht. Auf Ne, Level 5 oder deswegen. so. Ne? Aber ne, aus einem Riesenei, das ist doch. Gucken, was das Ding. Ist das jetzt das Ding aus dem Ei? Das letzte. Ach ne, halt, das ist das hier. Ja klar, ja klar. Verfressen. Eins. Herrlich. Weg. Müll. Und Xela, jetzt habe ich es gesehen. Tatsache, wenn du Q gedrückt hältst, siehst du wirklich die Serie, wie viele du davon schon hast. Was ist denn das Danke. für ein Bullshit? 2 von 12. Mein Skelett war tot. Ich habe das gestern in die Box getan. Das war immer noch tot. Immer noch. Ja. Das ist merkwürdig. Muss das jetzt nochmal reinlegen, damit die Zeit anfängt zu laufen. Hä? Das war doch schon in der Box. Eigentlich hättest du schon laufen müssen. Naja. Muss man nicht verstehen. Nö, das ist ehrlich gesagt ein bisschen merkwürdig. So, was brauche ich denn? Eine heiße Quelle. Kann ich die eigentlich jetzt bauen? Hat mal was gefehlt gehabt. Palladium, Bruchstücke und Palsaft. Hätte ich das nie? Ach nee, ich war ja gestorben. Stimmt ja. Also, ich hab den Latsch. Sieh dir rein, wie cool das Schillet ist. Fünfmal ist schon. Das ist so sinnlos. Für den Anfang ist es gut, aber danach dann irgendwann nicht mehr. Ja.
Oh Mann, das, was ich fangen wollte, das hat er gekillt. Oh, da ist eine lila Kiste. Und da ist noch eine. Oh. Hab ich einen Stein bei mir mit den Kisten? Also ein Bären und Eiern, das heißt mir nicht mal. Ist ein Huhn in der Farm oder was? Ja. Würde ich gar nicht machen. Ja, für den Anfang erstmal, dass die was zu fressen haben. Ja, Bären halt. Wir brauchen die doch nicht. Ja, aber dann habe ich dann auch genügend Eier, um Gerichte zu kochen. Kochen? Wer macht denn sowas? Die Wer macht. Denn sowas. Also richtig kochen fange ich dann eigentlich immer erst an, wenn ich dann züchten will. Diese Kuchen. Ja, es geht Kannst aber du auch mit deinem die Essen dann, Zutaten was aber du auch. selber isst. Ja, einfach die Beeren, weißt du? Beziehungsweise, wenn ich was kille, ja klar, dann schmeiße ich es kurz rein. Hier, ne? In eine Kochstation. Aber selber laufe ich einfach mit den Beeren rum. Der macht ja auch. Oh, es wächst Meteoriten im blitzschnell. Schnell. Anflug. Hier hinten. Oh, das könnte vom Level her. Oh, fuck. Für Xela, mich willst du noch mit nichts. herkommen? Oder soll ich das alleine versuchen? Für mich ist es noch nichts. Nee. Ah, fuck. Jetzt kommt gerade ein Ragnarok dazu. Ich gucke erstmal, was das für ein Level ist da hinten. Und ob ich damit klarkomme. Ich habe leider meine Ultrasphäre noch gar nicht mit dabei. Ja. Glaube ich. Die? Doch, ich habe ein paar dabei. Ich habe ein paar dabei. Im Fall, dass es diese stärkere hier ist. Was ist denn da los? Nee, das ist bei. Was ist das denn? Xenoguard? Das ist ja ein Boss. Planetenfresser. Viel Spaß. Lass die sich erst. Eis, Eis, oder? Ja. Viel Spaß. Hast du Feuer mit? Problem ist, wenn ich hier Feuer rufe, dann ist mir zu heiß. Okay. Das Pell macht ja auch Hitze, wisst ihr? Und hier ist es schon heiß wie Sau. Boah. Was geht, würde ich sagen. Zähler, ist es das Ding, was du jetzt auch schon einmal gefangen hast? Okay. Das Ding habe ich noch nie. Puh, die Attacke direkt an mir vorbei. Kann ich das jetzt wieder öffnen? Also haben wir drei Hey, Xela! Minuten. Nein! Was machst denn du? Was machst denn du? Willst du mir wegnehmen? Ey, geh weg! Geh weg! Mann! Pfui, aus! Ende! Weg! Kusch! Oh, dann nimm ihn halt! Gott verdammt, dann gehe ich weg. Kann ich nie ab sowas sein. Vielleicht wollte er dir bloß helfen. Es ist mir egal, ich wollte keine Hilfe. Ja,
Ich hab gefragt, ich gehe mir erstmal selber angucken. Und dann mal schauen. Was will ich denn nicht mehr, weißt du? Kann er sich denn selber holen? Fang ihn dir, ich will ihn nicht mehr. Bin ich jetzt stinkig, sorry, aber das ist doch kacke sowas. Jetzt ein Shiny irgendwo. Ich hol mir das Shiny. Einfach nur gefragt, Excella, kannst du mir helfen, falls ich es brauche? Und dann habe ich gesagt, ich gehe es mir erstmal selber angucken. Und hat man noch klar gesehen, dass ich damit klarkomme. Ja, 11%, 12% Chance. Ich noch mehr verletzen kann ich es nicht. Das ist schon bei einem HP. Oh, 10 Bälle habe ich noch. Statistisch gesehen sollte das passen. Okay, ich hab's. Shiny Doom Mod. Doom Mod. Auf 46. Wenn ich den hier rufe, der macht Hitze und dann wird mir warm. Den kann ich hier leider nicht benutzen, nur bei Nacht. Da wird es hier ein bisschen kühler und dann geht's. Hier wollte ich meine Base bauen, oder? Habe ich mal versucht, glaube ich. Weil da war Kohle und Erz. Es war aber übel schwer, das hier so zuzubauen, dass man das ordentlich als Fläche benutzen konnte. Aber habe ich mal richtig lange versucht. Ja, kann ich mich dann erinnern. Ja gut, ich wollte eigentlich Ragnarok fangen. Das habe ich gemacht.
Warum muss das Vieh immer vier von diesen kleinen Dingern mit haben? Zwieber? Zwies. Ja, aber erst der Paar, Zwie, Paar, das sind seine Kinder. Deshalb. Ein paar weggezogen. Na, jetzt hat er sie alle. Der nächste Teleport so weit weg, ey. Ich kann gerade nicht fliegen. Da ist ja wohl fast gar keinen Schaden an dem. Ui. Weg hier. Dann habe ich das falsche Vieh mit. Oder? Gehen wir uns mal mit dem hier. Was ist Gucken. das denn? Inferno Howl oder Alter. Blaze Howl? Der macht schlimm, ja, das ist ja. Ja, Blaze Howl. Eins von den Kleinen ist erstmal. Alter, schon klar. Lass mich in Ruhe. Na gut, nee. Weg hier. Dafür mache ich nämlich genügend Schaden. Was ist das? Gigagleiter, genau, der fehlt mir noch. Genau. Warum kann ich nicht alles reparieren? Eisdrüsen? Wie können mir denn Eisdrüsen fehlen? So viele Pankings gefangen. Wo sind meine Eisdrüsen hin? Was sind die bei dem Kistenumbau verloren gegangen oder was? Das wäre blöd. Kann ich denn keine Eisdrüsen haben? Ich habe doch so viele Pankings gefangen. Und Eisdrüsen braucht man doch fast nirgendwo, oder? Verstehe ich gerade nicht. Aber die sind mir echt nicht beim Umbau verloren gegangen. Weil es zu viel auf dem Boden lag oder so.
kann man die kaufen? Na gut, ich bin mal kurz AFK, was bei Tap Titans machen und ein bisschen vom Balkon schreien, dass der Xeller mir mein Boss geklaut hat. Das muss ich denn jetzt reinreiben. Oh Mann. Gut, bis gleich. Bis gleich.